Den schwarzen Peter darf man definitiv nicht den Spieler zuschieben. Definitiv nicht, im Gegenteil. Der Spieler war hier vor 2 Wochen. Ist im Laufe des Montags gekommen, eines Montags. Ihm die Bedingungen wollte ich mal zeigen. Wollte einfach mal vor Ort mit ihm nochmal ein persönliches Gespräch führen. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit zu ihm Kontakt, auch schon weit vorher, wo ich noch gar nicht wieder in Cottbus zurück und eigentlich nach der Zeit, die wir gemeinsam hier in Cottbus haben, immer Kontakt gehalten, weil ich ihn sehr, sehr schätze, weil es ein extrem ehrlicher Typ ist und auch zu seiner Meinung steht. Er war hier und montagsabends waren, ich hatte noch 2 andere Personen mitgenommen und wir hatten einen super Abend und habe nochmal dieses neue Projekt vorgestellt. Er hat dann hier übernachtet. Wir waren dienstags in Gesprächen. Die Vorstellungen, die wir haben, haben wir mitgeteilt. Die hat er auch mitgenommen. Nur Dienstag, Mittwoch, da müssen wir dann auch ehrlich sein, kam, dass wir das so nicht machen können. Wir. Ja. Wir. Also soll man jetzt bitte nicht den Spieler irgendwas wieder, ne, weil es wird ja immer schnell, ja, der identifiziert, das stimmt alles nicht. Und vorher schon hatte er Möglichkeiten in der dritten Liga unterzukommen, was er aktuell immer noch hat. Er hat 3 Vereine, die ihn gerne haben möchten, aber er wägt jetzt ab, weil das ist sein letzter Vertrag. Und da geht es nicht immer nur um Geld, da geht es auch darum, welche Perspektive kannst du, wenn du zu dem Verein gehst, was kannst du erreichen? Kannst du mit denen nochmal aufsteigen? Musst du mit denen die Klasse halten? Musst du nur was stabilisieren? Hier kannst du nochmal eine Ära mitgestalten. Hier kannst du nochmal was mitentwickeln. Und seine Familie spielt dann auch noch eine Rolle. Seine Tochter ist gerade eingeschult worden. Also alles muss man das. Aber wir hatten die Möglichkeit, das Ding festzumachen. Aber wir haben dann halt entschieden, wir müssen nochmal abwägen, ob das dann auch alles so passt. Und dann haben wir donnerstags dann das okay bekommen, dass das so geht. Und dann hat er halt für sich entschieden, dass er die anderen Gespräche auch noch folgt. Das ist absolut legitim, ja. Deswegen kann ich das und muss ich das auch so sagen, weil ich weiß, dass immer die andere Seite da schnell als schwarzer Peter gesehen wird. Das stimmt nicht. Christian Müller ist ein aufrichtiger, korrekter Junge und ich sage nochmal, der würde der Mannschaft als Typ auch außerhalb des Platzes brauchen wir Erfahrung. Und die gerade diese jungen Spieler mit unterstützen,